Meine Eltern waren heute da. Meine Eltern, nostalgische 68er, lieben es, mich zu besuchen und sich mein wildes, studentisches Chaos anzuschauen. Wie jeder Sohn möchte auch ich meinen Eltern genügen und ihnen eine Illusion von mir bieten, die sie vor Stolz erstrahlen lässt. Das Studium muss die schönste Zeit des Lebens sein. Man muss sich auch mal ausprobieren. Schlafen kannst du, wenn du so alt bist wie wir. Gott, was haben wir gefeiert, Junge, was hatten wir Spaß. Alles vergeht so schnell. Asbach-Cola, Bierfrühstück, Demos, am Fenster rauchen und dann diese Frisuren. Eins steht noch fest, das Studium ist die schönste, schönste, schönste Zeit unseres Lebens. Ich besitze kein kreatives, studentisches Chaos, Gesundheit. Wenn Müll anfällt, dann bringe ich den runter. Geschirr spüle ich. Das ist praktisch. Man kann dann häufiger davon essen und es riecht weniger schlecht. Wir wohnen zu zweit, wir sind Vegetarier und haben gute Noten in der Uni. Meine Eltern interessiert das einen feuchten Dreck. Meine Eltern haben lieber die Illusion, das Wilde, das Lausbubenhafte, das Schlitzohrige, das Rebellische, das Verwegen ihres Sohnes. Meine Eltern scheißen auf meine Leistungsnachweise. Sie lachen mich aus, wenn ich mich entschuldige, weil ich noch ein Referat vorbereiten muss. Sie haben noch keine Streber gezeugt. So haben wir dich nicht erzogen. Beide wissen, dass ich ein Nichtraucher bin. Das ist ihnen völlig egal. Ich setze mich deshalb müde an den Küchentisch und beginne fahrig damit, bei geschlossenen Fenstern 3-4 Zigaretten wegzuhusten. Vor dem Kleiderschrank stehend reiße ich wahllos Oberteile heraus, zerknülle sie, verteile sie auf den Boden und übergieße sie gründlich mit Traubensaft. Den Alten werde ich erzählen, es sei Campari. In die Spüle baue ich einen Turm aus Pfannentöpfen und Tellern, den ich feierlich mit Bio-Joghurt und Soßenresten von gestern übergieße. Ein absolutes Muss für meine Eltern. Ich suche alle Kondome der Wohnung zusammen, pinkle in die Hälfte hinein und verteile die vollen Tüten mit einem nassen Klatschen auf dem Holzfußboden. Das Studium ist die schönste Zeit des Lebens. Ich bin ihr Museum. Klinge bei allen Nachbarn und frage nach leeren Bierflaschen. Idealerweise mit leeren Kippen drin. Meine Nachbarn kennen die Nummer schon und spendieren bereitwillig 27 Becks, 4 Wein mit Schraubverschluss und eine leere Flasche. Ja, Korn. Dann geht es an den Feinschliff. Ich lege die extra dafür gebrannte Mama und Papa kommen zur Besuch-CD ein. Nirvana, die Kassierer, Rage Against. Ich puste 7 weitere Zigaretten durch. Da ich nicht Raucher bin, habe ich keine Aschenbecher. Es kommt mir nur gelegen, immer schön den Boden versiffen, denke ich. Trete noch einmal kräftig in die geliehenen Bierflaschen hinein und rülpse zu meiner eigenen Überraschung wie ein Metzger aus Thüringen. Geil! Mama und Papa wären extrem stolz, wenn sie dich so sehen könnten, flackert es durch den Kopf. Ich streife das Che Guevara-T-Shirt über, beschreibe einen Notizblock mit wahllosen Dada-Ausdrücken, falls Mama wieder Gedichte sehen will. Male mir mit Kuli ein Peace-Zeichen aufs Handgelenk, lege das in der Uni geklaute Taschenbuch Kommunismus ernst genommen aufs Klo, schneide Fotografien von Marx, Mao und Rudi Dutschke aus und packe sie in den Kühlschrank und sprühe schließlich zur Krönung ein 2x2 Meter großes, soziotes Anarcho-Ah über mein Bett. Mein Zimmer sieht aus. Es riecht nach Tabakqualm, der Fußboden ist nur noch als schmaler Trampelpfad zwischen Traubensaft-T-Shirts und vollgepinkelten Kondomen zu erahnen. Und über allem liegt die harmonische Ruhe von Mach kaputt, was euch kaputt macht. Stolz betrachte ich mein kreatives Chaos. Das Museum ist bereitet. Meine Eltern kommen pünktlich. Wie es hier wieder aussähe, entfernt es meiner Mutter. Sie klatscht gerührt in die Hände. Mein Vater hat eine Träne im Auge. Ich grinse zufrieden. Mama und Papa nehmen sich an der Hand. Ja, ja, Schatz, genau so ist das Studentenleben. Sie schauen vorsichtig in alle Räume und Ecken des Museums, das ich für sie angerührt habe. Die Illusion sitzt. Ach, alles vergeht so schnell, denke ich, während meine Eltern schon freudig die Kondome und das Anarcho-Ohr finden. In jedem Anfang wohnt bereits leise sein Ende. Ich blicke meinen Eltern nach. Ich habe sie mal wieder glücklich gemacht. Und das
mit so einfachen Mitteln. Plötzlich weiß ich, dass sie recht haben. Das Studium ist die schönste Zeit ihres Lebens. Dankeschön!